On July 1st, Germany assumed the presidency of the European Union for the next 6 months. The German government, as well as our embassy here in Ankara, are very much looking forward to this important task, particularly in these extraordinary times of the corona pandemic. The relations between Turkey and the European Union will play an important role for our presidency, since Turkey is one of the most important partners and allies of the European Union and its member states. Right on the second day of our presidency, Foreign Minister Maas welcomed Foreign Minister Çavuşoğlu to Berlin, thus underlining the special relationship and close cooperation, be it in the field of migration, commerce and trade, or security policy. But this relation and friendship is not reserved to the governments. In Germany, we fondly speak of a human bridge, since more than 3 million people with family roots in Turkey are today forming an integral part of the German society. And several million of people have returned to Turkey after living in Germany. On this particular experience, we would like to serve as an EU presidency that brings the EU and Turkey even closer within the next 6 months. In this video message, we just not want to present our political program and priorities of our presidency, but present to you also the Babylon Orchestra from Berlin, a truly multicultural formation, blending the musical traditions of East and West, Orient and Occident. And of course, there is also a Turkish member of the band. But please listen and enjoy yourself. Hallo, mein Name ist Deniz Mahir Kartal. Bu akşam sizlerle birlikte bu şekilde olduğumuz için biraz üzgünüz ama aynı şekilde en azından birlikte olduğumuz için mutluyuz. Umarım en yakın zamanda görüşürüz. İstanbul doğumluyum ve yaklaşık 7 yıldır Berlin'de yaşıyorum. Babylon Orkestra'da klarnet, saksafon, kaval ve duduk çalıyorum. Size güzel bir konser hazırladık bu akşam. İyi eğlenceler. Gemeinsam Europa wieder stark machen. Das ist unser Ziel, wenn Deutschland am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Die Corona-Pandemie hat einige Länder in der Europäischen Union schwerer getroffen als andere. Aber die wirtschaftlichen und sozialen Folgen, die betreffen ganz Europa. Den Weg aus der Krise werden wir deshalb nur gemeinsam schaffen. Das fordert von uns allen große Anstrengungen und auch schwierige Entscheidungen. Deutschland will als EU-Ratspräsidentschaft Motor und Moderator sein. Unsere Aufgabe wird es sein, Brücken zu bauen und Lösungen zu finden, die am Ende allen Menschen in Europa zugutekommen. Die Krise hat für mich aber auch ganz klar Europas Stärken gezeigt. Solidarität, Kompromissfähigkeit, soziale Sicherung. Keine Region der Welt war untereinander so solidarisch wie wir in der Europäischen Union. Und niemand hat bisher die eigenen Bürgerinnen und Bürger so gut durch die Krise gebracht. Solidarität ist der Wesenskern Europas und diese Stärke wollen wir ausbauen. So geschlossen und solidarisch wir in Europa nach innen sind,
So handlungsfähig und unabhängig müssen wir nach außen sein. Wir wollen uns nicht bevormunden lassen, unsere eigenen Wege gehen und geopolitisch gestalten können. Um als Wertegemeinschaft global einen Unterschied zu machen, müssen wir uns deshalb unbedingt in den strategisch wichtigen Themen für die Zukunft noch besser aufstellen. Klimawandel, Flucht, Migration, Rechtsstaatlichkeit und Digitalisierung. Das möchten wir in unserer Ratspräsidentschaft angehen und das wird uns vieles abverlangen. Ich bin mit Herz und Seele Europäer und ich freue mich als Außenminister auf diese ganz besonderen 6 Monate. Nur gemeinsam können wir Europa wieder stark machen. Ciao.
Azem, 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 azem